Radfahren im Steinernen Meer. Also der letzte, der das versucht hat, das ist etwa 40 Jahre her, der ist brutalst gescheitert. Also irgendwie nach 3 Stufen ein Sturz, das Rad zerbogen und seitdem hängt es oben im Sommerstein. Ja, da war eigentlich auch noch ein Bub, da stehe ich schon vorne draußen und sieht da unten schon einen, wo es ein Radl drauf tragt. Dann denke ich mir, ja, was ist jetzt los? Die sind die so ein Stepper, die oder was? Haben die das Radl aufgetragen und haben sie eigentlich den Gegner erlaubt? Das war aber noch ein sehr gut erhaltenes Fahrrad, muss man sagen, weil die haben das den Großvater eigentlich geklaut. Okay. Der war ein Stück sauer, weil das war noch ein Top-Fahrrad, so ein altes Waffenrad, sogar noch die Ledertasche für den Revolver war da noch alles drin. Okay. Haben sie da rauf und haben was dann die da? Ja, wir fahren da die Wallfahrt runter zum Königssee. Gut, unten kam man nicht, kriegen hat es gescheit. Und da hinauf, das war schon, ja, dass er da so kriegen, dass die Leute mit den Regenschirmen in der Salbo hinten drin gestanden sind. Und nachher haben wir das Rad testen müssen. Da Kuche weg, um mich am See und alle überstehen. Und dann war der Teufel los. Dann war es gekocht, dann war es 16er, gar 32er. Ja, wie gesagt, und nachher haben sie die Bergsteine auf das See gekriegt. Zum Stall. Es ist halt schon eine gewisse Hassliebe inzwischen mit dem Steinernen Meer, weil es einfach ein wunderschönes Gebirge ist. Aber dieses Karstgestein, das ist auch ganz anders als in anderen Gebirgen. Also das ist nicht so schön schiefrig wie im Wallis oder so schön rutschig wie in Dolomiten, sondern das ist einfach nur ekelhaft zerfurcht und auf jede Kante kommt eine Gegenkante. Ach, ist einfach widerlich zu fahren. Aber ich probiere es dann doch Jahr von Jahr zu Jahr neu und mit neuen Fähigkeiten. Man wird ja wirklich immer besser. Jetzt schauen wir mal, 3 Jahre sind vergangen. Das wird jetzt definitiv der letzte Versuch. Ich habe Verstärkung mit dabei. Und wenn es dieses Mal nicht klappt, dann lasse ich es sein für immer. Hat das zum ersten Mal versucht. Da hat er gemeint, Mama, wir gehen rauf zum Ingolstädter Haus, da sind Slick Rocks. Wie man hier auf diesem Foto sieht, wir sind oben gewesen im Ingolstädter Haus und es war grauenhaft. Und seine Träume von Slick Rocks, die zerbarsten genauso schnell wie der Hinterreifen. Es gab beinahe einen Familienkrach und dann hat er durch die ganzen Schründe und Risse und Abgründe und Dolinen sein Rad wieder rüber auf den Weg getragen und wir sind wieder runter vom Ingolstädter Haus und das war das erste Mal. Und dann musste er so alle 2-3 Jahre mal wieder hoch und von neuem versuchen, ob es vielleicht nicht doch noch Slick Rocks gibt da oben.
Harald hat mich eben zu diesem Projekt hier eingeladen, zur Befahrung vom Steinernen Meer. Einfach weil es das Gestein da oben ganz eigenes ist und ziemlich gemein und ein bisschen hinterfotzig sogar zum Fahren ist. Und man braucht halt da hier oben ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge. Also der Harry ist halt normalerweise eher gewohnt, auf befestigten Wegen zu fahren. Zumindest auf Wanderwegen. Hier oben ist es halt oft so, dass es einfach keinen richtigen Weg gibt und dass man sich seinen eigenen Weg so zurecht basteln muss. Und ich als Trailfahrer habe da halt die Erfahrung darin, so meinen eigenen Weg, meine eigene Line rauszusuchen. Dieses brockige Gestein mit den vielen Kanten und Löchern drin, das ist schon sehr speziell zu fahren. Ja, das ist genau das, was mir mehr oder weniger taugt. Gerade vor allem, du hast zwar einen Weg so quer durch, du hast die Wegmarkierung in den meisten Fällen, aber so der richtige Weg ist halt spärlich ausgebildet, so muss man so. und da habe ich die Möglichkeit, dass ich mir meinen eigenen Weg suche und so meine eigenen Lines fahre, und das finde ich schon recht geil.
dürfen wir nicht sagen. Nein, wir sind mit der Polizei, sind wir nicht. Im Ostverzürden, da kann man ja, nur das Fernsehen an.